Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Ultramond Wedlock Challenge hier auf der Route 17 bzw. Clash Royale Pou, wo wir dann dementsprechend hier noch ein bisschen unsere Freude mit haben können. Auf jeden Fall im Moment. Ah, Sian, hier gibt es auch noch eins. Nice. Den Sticker nehme ich noch gerne ab. Okay, ja, Professor Eich meldet sich mal wieder. Kentai Strand, okay, danke dafür. Ich meine, dass der Typ sich dann eben irgendwann auch wieder mitmeldet, war eigentlich schon mit absehbar. Aber hey, jetzt können wir zumindest auch noch viele Sticker hier mitholen. Beziehungsweise noch ein geschenktes Pokémon uns mit abholen. Aber zunächst Route 17. Was taucht hier für ein Pokémon mit auf? Wir haben Smetbo. Ich werde nicht abgeneigt, auch mal andere Pokémon mitzufinden. Jetzt habe ich schon wieder ein Käferflug-Pokémon. Ich habe schon... Wie viel? 2, 3, 4, 5? Ich habe schon aufgehört mit Zählen. Wie viel ich damit habe? Warum bitteschön jetzt schon wieder ein Käferflug-Pokémon? Ich meine, okay, Smetbo, ja, okay, ist schnell. Aber, so schnell und gut für mich eigentlich gar nicht so richtig. So, ich weiß aber folgendes, ich gehe jetzt auf eine Kehrtwende, weil ich rieche eine Käferattacke. Wenn der aber jetzt hier random für eine Flugattacke mitgeht, währenddessen ist er, ich jetzt so Just Me mit rausgehe, oder sogar für eine Psycho-Attacke. Aber hey, ich werde es jetzt hier sehen. Mal sehen. Käfer gebrochen, okay. Ja, ist eine starke Käferattacke. War natürlich erstmal Critical Hit. Und natürlich kriegen wir auch die Spezialverteidigungs-Drop. Weißt du was? Das tue ich mir nicht an. Komm, was soll's. Ich habe genügend Meisterbälle hier to go. Fertig. So, ich habe auch hier schon einen passenden Namen. Auch geht das quasi raus an einen Abonnenten, einen neuen Abonnenten. So gesehen muss ich dich aber leider enttäuschen, dass alleine dieses Pokémon, was du hier vom Namen her mit vertreten tust, hier leider nicht mit existiert. Ich meine, wäre eigentlich so ikonisch mit gewesen. Aber Score bei die 14. Das wird es so gesehen... Dein Name für dieses Smetbo. Warum bitte kriege ich eigentlich schon wieder hier, also schon grundsätzlich hier wieder ein Pokémon, was dann dementsprechend für mich hier eigentlich, naja, wenig Freude bereitet. Also, ich meine, Smetbo, ja, kann das nicht schon stark sein, aber ich meine, ich habe hier schon ein männliches Weiterbi, ich habe quasi ein Yanmega und jetzt habe ich quasi noch das hier. Aber hey, was soll's? Jetzt aber nichts machen. Gut, das ist ein scheues Wesen. Sehr hohe Initiative. Wirbelwind, Käfer gebrochen, Boot, Pulver und Bodyguard. Ach so, warte mal, ich glaube, das sorgt doch dafür, wenn halt eben hier der Gegner dann hier mit einer Feuerattacke angreift, wird dann hier der Anwender, der diese Feuerattacke einsetzt, dann hier geschädigt. War das nicht so? Ich glaube ja, erstmal auf die PC-Box mit ihr. Gut, nichtsdestotrotz, mach's aus reiner Neugier. Was hätte ich denn eigentlich noch so Feindes erfinden können, außer ein Smetbo? Ich meine, okay, ja, Smetbo kannst du mitnehmen, aber... Arbox wäre eigentlich auch nicht so verkehrt gewesen, ganz ehrlich. Gut, ist jetzt Kramschiff. Aber dafür brauche ich ja dann so gesehen ja auch wieder einen Finsterstein. Und da ich dann eben auch keinen Finsterstein mehr mit habe. Ich meine, so gesehen hätte ich das Finstersteinchen auch für Lepomentas mit ein... Also so gesehen für, Latelecto einsetzen können, um daraus halt eben dann ein Lepomentas mitzumachen. Goldini hätte es auch noch mitgegeben. Also ich weiß nicht, irgendwie sind die ganzen Pokémon für mich, ich sag mal, potenziell besser aufgestellt als Smetbo. Ohne Scheiß. Aber hey, was soll's. Machen wir noch erstmal auf hier zum Arcana-Strand, wenn wir schon die Gelegenheit dazu mit haben, dass wir dort noch ein weiteres Pokémon uns mit abholen dürfen. Bin gespannt, was wir hier für ein Pokémon bekommen, was halt eben dann 70 gesammelte Sticker vom Aufwand her wert ist. Also, dann wollen wir mal sehen. Normalerweise ein Togedemaru. Vor allem, ich finde es halt eben so übelst klasse. Den Typ, den findest du quasi hier, dann findest du den noch im Elektrokraftwerk, dann findest du quasi den ja noch in der Bibliothek von Ula Ula. Gefolgt von, dass er dir halt eben unmittelbar nach dem Kraftwerk hier kurz vor Route 13 die auch nochmal so random mit auftauchte. Oder sogar noch hier auf der, ja, bei der Mülldeponie findest du ihn auch. Also grundsätzlich, wenn du die Frage stellen möchtest, wie oft taucht dieser jeweilige Charakter in diesem Spiel mit auf? Game Freaks Antwort, ja. Elsa.
Ja, okay. Wasser, Boden. Mal 4 Pflanzenschwäche. Aber ja, okay, mal sehen. Männlich, weiblich, was bist du? Du bist ebenfalls männlich. Yo, Sheriff Specs, was hältst du davon, wenn ich dich hier wieder nochmal mit reinnehme? Ich meine, du warst halt eben schon zuvor ein, sagen wir mal, ein Wasser-Pokémon. Jetzt bist du so gesehen ein Wasser-Boden-Pokémon. Aber hey, wenn wir schon mal die Gelegenheit dazu mit haben, dann nur zu. Also, Sheriff Specs, willkommen zurück. Mal sehen, ob deine Stats auch hier relativ besser mit aufgestellt sind. Und natürlich stehe ich erstmal auf die Box, weil warum bitteschön sollte ich denn jetzt mehr oder weniger... Ach... ja, mal mir die Stats mir dazu anschauen. Wenn man das auch mehr oder weniger in einem Pokémon Center mitmachen kann. Von daher schauen wir uns doch mal an, wie Sheriff Specs in der neuen Version hier mit aussieht. Also... Zunächst, gut, Scorpion, stimmt, ich habe mich auch schon mal angeschaut. Also, dich muss ich erstmal hier nach drüben bringen zu der männlichen Sorte. Max haben auch quasi hier. So, dein Bericht. Der lautet wie folgt. Das ist ein frohes Wesen. Kann man so mitnehmen. Du greifst ja eh mehr physisch offensiv mit an. Eine 62er Init? Junge, ich wusste gar nicht, dass dann eben... Das Wesen das so schnell sein kann. Den hätte ich jetzt eher als unfassbar langsam hier mit eingestuft. Nassschweif, Erdbeben, Erholung, Schnarcher. Na gut, ich meine, Erholung und Schnarcher brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich meine, wenn Schlafrede mit gewesen wäre, wäre es nicht verkehrt gewesen, bin ich ganz offen. Aber okay, das weißt du halt einfach nicht, was du alles mitbekommen tust. Langsam werden meine Boxen hier voll. Ich glaube, ich müsste mir auch mal grundsätzlich mir mal ein paar neue Teammitglieder mir mal mit zurechtschneiden, damit wir dies auch mal hier mit hineinnehmen. Weil ich habe ja schon durchaus noch so den ein oder anderen Kandidaten bzw. Kandidatin. Aber nun gut, zurück auf die Route 17. Also mal sehen. Ich kann gegen diesen Rübel dort mit antreten. Aber auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Es sei denn, ich muss gegen den antreten. Da habe ich noch so eine Rübelin. Da habe ich noch ein Item. Da habe ich auch noch eins. Also so gesehen hätte ich hier oben auch noch einen Encounter mir holen können. Vielleicht wäre es sogar hier besser gewesen. Kann ich das einfach nicht so richtig einschätzen. Tauche erstmal mit. Okay, gut, verstehe. Muss das hier mitmachen. Da oben sehe ich noch ein Item. Ja, das ist ein Item. Mal sehen. Meine Turit. Ja, nice. Mal aus reiner Neugier. Was hätte ich denn eigentlich hier denn noch so Feines mitfinden können? Scampisco. Hey. Das hätte ich gerne mitgenommen. Ganz ehrlich. Jo, definitiv. Dann bist du. Aber ich merke schon hier, die ziehen hier mit den Leveln halt eben schon wieder ordentlich an. Okay, mal sehen. Das Item war es auf der linken Seite. Bedeutet aber auch, dass ich halt eben jetzt hier gegen die Olle da jetzt hier gleich mit antreten muss. Eine Labrusbeere. Bring ich mal hier runter. Ja, verdammt. Na gut, trete ich einfach so gegen der mit an. Ich dachte, die wäre es hier auf der anderen Seite mit gewesen. Egal. Die Klatsche ist nur noch schnell mit weg. Gut, hätten wir auch die schon mal mit weggeklatscht. Da ist sogar noch... Oh, da ist noch eine TM. Moment, Moment, Moment. Ich muss noch eine Ehrenrunde drehen und jetzt noch gegen den antreten. Oh, nö. Na gut, klatsche ich auch den noch schnell mit weg. Ich habe sonst nichts zu tun. Aber hey, wenn ich schon mal die Gelegenheit dazu mit habe, dann nutze ich doch es auch nur zu gerne, um an dieses Item dort zu kommen. Also mal sehen. Sofern ich aber eben auch jetzt hier jetzt nicht unbedingt in den nächsten Encounter mit reingehe, Knüttelhof hätte es noch mitgegeben. Ja, Knüttelhof, ja, gut, ich meine, ich habe halt ebenso die Möglichkeit, auch einen Knüttelhof mitzuhaben, wenn ich auch irgendwo mal einen Mondstein finden sollte. Dann kann ich dann zumindest auch mal Santiago mal zu einem Knüttelhof mal mit weiterentwickeln. Ladestrahl. Warum? So schlecht ist diese Attacke bestimmt nicht. Aber so gesehen, so, ich sag mal, Meta-Attacken wie Donnerblitz oder auch Surfer, da hast du so gesehen eigentlich jetzt nicht so richtig mitgehabt. Gut, so vorne habe ich jetzt so gesehen wieder so ein Bärenbäumchen, aber ich nutze mal diese Gelegenheit und will mir dennoch mal dort ein bisschen hier an den Bärenbäumchen rütteln. Schildherus ist auch noch mitgegeben, sehr nice. Was es nicht alles gibt.
Aber doch nicht. Mal sehen. Hier hätte man sogar noch ein potenzielles Pokémon mitholen können. Oh, das wäre sogar ein Bautz gewesen. Also wieder mal die Möglichkeit für einen potenziellen Starter, wenn man das mal so mit betrachtet. Ich habe jetzt mittlerweile schon wirklich so oft die Gelegenheit dazu gehabt, hier ein potenzielles Starter-Pokémon mitzuholen, beziehungsweise auch einige davon konnte ich schon mit einfangen. Aber ja, das wäre so gesehen jetzt noch ein weiteres Pokémon mit gewesen. Schlalos Needs, na klar, warum eigentlich nicht? Käferjuwel nehme ich auch sehr gerne mit. Das sind ja wunderbare Beeren, die du hier mit hast. Elektrojuwel. Und noch eine alte Statue. Ja, kann man mitnehmen. Und noch ein Käferjuwel. Ja, nice. Also ich habe schon alleine viel Zeit damit verbracht, jetzt hier sehr viele Städte hier mit reinzumachen. Wir dürfen jetzt so vielleicht so bei etwa 15 Minuten sein. Auf jeden Fall. Ja, jetzt dürfen wir auch mal wieder mal einen Doppelkampf mitmachen. Mal sehen, was die beiden Skullrübe hier mit zu bieten haben. Also das war so gesehen das einzige Mal für die Single-Pokémon-Challenge, wo ich dann so gesehen ein weiteres Pokémon hier mit fangen musste. Okay, Griffel und Flecknoil. Ja, okay, gut. Ich würde nur sagen, wir machen hier gleich mal klar Schiff. Erstmal mit einem Eiszahn, Setsuka. Und dann haben wir noch einen Spukball. Den wiederum können wir eigentlich... Nee, nicht auf Griffel mit einsetzen. Ist ja da wirkungslos. Komm, da gehen wir ja auf eine Z-Kraft. Brillante Blütenpracht auf Griffel. Und mal sehen. Damit wir wenigstens auch mal so ein bisschen wieder Action mit haben. Ich denke mal, heute können wir schon mal den ersten Teil von Pro schon mal mit begutachten. Und im nächsten Part geht es dann so vollsprittig mit weiter. Ich glaube nicht, dass wir da schon zu Promlimit kommen können. Oder vielleicht doch, muss man sehen. Ich meine, vielleicht kann ich auch so einige Trainer dort wieder mit skippen. Muss man mal mit nachschauen. Auf jeden Fall, ja gut, den Kampf, den beenden wir jetzt erstmal relativ schnell. Als ob das Griffel sogar noch mit überlebt. Okay. Ich brauche dringend mal ein paar stärkere Pflanzenattacken. Ich merke schon, das wird hier halt eben rein gar nichts mehr. Dann halt eben Tiefschlag hier drauf und noch Megasauger noch hier mit rein. Mal sehen. Okay, reicht so schon aus. Keine Ahnung, was für eine Attacke es damit eingesetzt hätte, aber hey, Tiefschlag regelt. Gut, sind die beiden auch schon mal mit besiegt. Sehr nice, da können wir wenigstens hier noch ein bisschen mit weitermachen. Also mal sehen. Die beiden, die verschwinden natürlich. Black Silk Screen, man kennt es. Und da kommt schon so die nächste Szene. Ja gut, da haben wir ja quasi, wie heißt er gleich nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Hier hat der Inselkönig, der auch dann hier mehr und nicht Pokémon mit einsetzen tut oder was auch immer dann hier mit dabei sein sollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es wirklich sehr nobel, dass er in der Lage ist, die Tür mit zu öffnen. Gegenüber den anderen Team Skullrübeln. Ja, okay. Barrikade, bla 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 bla. Okay, gut. Gegen die muss ich jetzt nicht unbedingt antreten. Probier jetzt erstmal das Item, den Landsatzbären. Meine Güte, was es hier alles gibt. Und mal sehen, hier auf der linken Seite haben wir zumindest nichts. Dann huschen wir doch mal durch. Das ist eigentlich so ein Armutszeugnis, dass du extra hier über eine Schwarzblende mit hast, nur weil man so keine richtige Animation mit hat. So, und warte mal, muss ich jetzt noch gegen die mit antreten? Ja, ich muss natürlich noch gegen die mit kämpfen, weil einfach so sich an denen vorbeischleichen, das wäre zu einfach. Du musst ja quasi gegen die antreten, um zu zeigen, ha, guck mal, ich hab ein Geheimnis gefunden und dann und so weiter. EFIM. Ja, okay. Also sag ich so, ne? Oder weißt du was? Nee, ich geh doch auf Eisentag. Eigentlich wollte ich jetzt hier so zu Zucker mit rein. Oder dem sprechen mit der Mutze, weil ich schon mit dem Zauberschein das Ganze mit reißen, aber wenn das mit dem Flugattacke mitgekommen wäre, wäre es auch nicht so passend gewesen. Insbesondere, ich hätte da noch Stepper drauf gehabt. Gut, den habe ich mit besiegt und ja, wir müssen schon gegen kämpfen. Ach, Leute, und was macht ihr so den ganzen Tag? Ah, so, mal sehen. Ah, oh, cool, ein Over, yay. Mann, du, die haben ja wirklich hier sehr starke Pokémon. Da bin ich ja richtig in einem Angstzustand. Und das regnet sich ja die ganze Zeit. Weißt du was? Knirsche to go.
aus der Range sollte das schon mehr oder weniger ausreichen, weil, oh, die haben sogar, die sind ja Muster dann in Stand gehalten. Also eigentlich wollte ich sagen, die haben jetzt nicht so die passenden Pokémon, zum Glück hat sich die Konstruktion hier nicht mit verwirrt. Gehen wir zum einen Spaß und wollen noch einen Tiefschlag? Nee, geht Bruder. Really? Gut, ich bin überhaupt nicht gesagt, auf Tiefschlag, brauche ich gar nicht. Aber ich wollte, dass eigentlich so das Gleiche ist, sag ich mal, noch ein bisschen mit Bänden, dann noch ein Knirscher, fertig, tschüss, und dann kann ich mich wieder mit reingehen. Wobei, stimmt, hier muss ich ja quasi auch einen kleinen Obolus mit sein, bevor ich mich überhaupt wirklich richtig heilen darf. Aber hey, was soll's? Gut, sind diese beiden Blödians und endlich mal ja mit beseitigt. Barrikade ist einfach mit da. Ja, bla 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 bla. Mensch, ich möchte hier doch einfach nur meine Pokémon heilen. So, ja, komm, ich zahle für euch mal so 10 Pokédollar. Ich meine, sehr nobel, dass die mir quasi mein gesamtes Team mitteilen, mit allen dran und drum, nur im Austausch von 10 Pokédollar. Aber hey, diesen Sieger, den nehme ich mir wenigstens noch mit. Leute, im nächsten Part geht es erstmal weiter, wo wir noch hier gegen Team Skull, Plem Plem, Leute hier noch ein bisschen mit antreten. Bis dahin, ciao.